Hallo und herzlich willkommen zu Sportlokal. Dieses Mal nicht aus einem Stadion oder aus einer Sporthalle, sondern aus dem Museum. Genauer gesagt aus dem Geraer Stadtmuseum. Grund ist eine neue Dauerausstellung und die hat einiges aus dem Sport zu bieten. Frau Heckmann, was überrascht uns da wahrscheinlich hier? Ja, Sport ist ein ganz wichtiges Thema für die Stadt Gera. Es gehört einfach zur Geschichte mit dazu und viele Gerer identifizieren sich auch mit diesem Thema Sport, sodass also Sport auch in unserer Dauerausstellung eine Rolle spielt. Die Dauerausstellung ist über längere Zeit gewachsen. Das Museum ist komplett neu eigentlich. Richtig. Seit 2005 ist das sanierte und umgebaute Stadtmuseum in Gera der Öffentlichkeit zugänglich. Und wir haben in diesem Haus vier verschiedene Ausstellungstypen. Eine davon ist die Dauerausstellung. Den ersten Teil der Dauerausstellung haben wir 2006 eröffnet und jetzt, gerade vor wenigen Tagen, den zweiten Teil der Dauerausstellung. Geras Geschichte von 1914 bis heute. Wir zeigen also jetzt die komplette Geschichte Geras auf 480 Quadratmetern. Und wir glauben, wir spielen da als Stadtmuseum eine ganz wichtige Rolle bei der Identifikation der Gera mit ihrer Geschichte, mit ihrer Stadt. Kann ich mir vorstellen. Ich bin natürlich schon durch die Ausstellung mal durchgebummelt und habe auch an einigen Stellen Sport entdeckt. Und was vor allem ganz schön war, ich durfte dabei sein, als ein Ost-West-Paket oder West-Ost-Paket von Heike Drechsler hier angekommen ist. Denn das gehört auch zur Museumsarbeit zu sammeln. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ein Handy von Heidi Drechsler verpackt. Inhaltsangabe ist hier. Mit Unterschrift. DDR-Rekord. Mensch. Das können wir aber jetzt gestalten. Schön. Im Gutsmutsjahr müssen wir natürlich bei den Uranfängen des Sports einsteigen, wobei zu diesen Zeiten der Sport noch gar nicht Sport hieß. Nee, es hieß damals Turnen. Unter dem Begriff Turnen ist eigentlich all das, was an, würde ich mal sagen, sportlichen Aktivitäten betrieben wurde, zusammengefasst worden. Der Begriff Sport kam erst Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert auf und lange haben sich eigentlich auch die Turnvereine gegen diesen Begriff gewehrt. Aber er hat sich natürlich dann durchgesetzt, das wissen wir ja. Ja, in den klassischen Turnvereinen hat man neben den Leibesübungen, damit hat es angefangen, auch andere Sportarten betrieben oder Turnarten betrieben, aber auf keinen Fall diese Ballspiele. Oder auf keinen Fall der Wettkampfgedanke, der war zu dieser Zeit noch gar nicht üblich. Da hat man sich dagegen gewehrt, gegen diese modernen Ballspiele, dazu gehört übrigens auch Fußball. Das hat sich aber dann doch auch Anfang des 20. Jahrhunderts durchgesetzt. Fußball im Turnverein? Richtig. Es gab dann so nach der Jahrhundertwende, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die ersten Aktivitäten, spezielle Vereine zu gründen. Dazu gehörten beispielsweise die Radfahrvereine oder Schwimmvereine. Trotzdem nochmal zum Turnen zurück. Gerade auch, weil wir hier im Hintergrund 1893 als Ausgangspunkt für die Gründung des Arbeiterturnerbundes haben. In Gera gegründet. 1893 ist der erste nationale Arbeiterturnerbund gegründet worden und für Deutschland in Gera. Da sind wir eigentlich auch sehr stolz auf diese Geschichte und das wird natürlich auch in der Dauerausstellung thematisiert. Die 20er Jahre sind in Gera nicht nur eine spannende kulturelle Zeit oder auch für die Industrieentwicklung, sondern selbst im Sport tat sich ganz Besonderes. Richtig, Gera ist eigentlich seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Hochburg des Sports gewesen in Deutschland. Und in den 20er Jahren hat es Gera beispielsweise geschafft, 1924 das Sommerbad zu eröffnen. Und es gab natürlich wahnsinnig viele große Sportevents in Gera in dieser Zeit. Wenn wir einfach mal hier rüber schauen, im Stadtmuseum haben wir das auch thematisiert. Das ist übrigens, sind Mitglieder des Schwimmvereins, die das Sommerbad mit eröffnet haben 1924. Und hier sieht man beispielsweise ein Sportgerät, das es heute gar nicht mehr gibt. Das ist der große Sprungtisch, eine Aufnahme von 1930. Und ebenso eine sehr interessante Aufnahme, das ist eine Gera-Fußballmannschaft aus dem Jahr 1925. Übrigens aus dem Verein, der 1904 die erste Gera-Fußballmannschaft hatte.
Das ist Pforten gewesen. Wir haben Filmaufnahmen hier, die zeigen mal, wie das Turnen damals ausgesehen hat. Aber ein riesen Teilnehmerfeld mit Startnummerzahlen von 911, 918. Das ist also Weitsprung in damaliger Form. Wo stammen die Aufnahmen her? Die Aufnahmen stammen zum Großteil aus dem Stadtarchiv. Das verwaltet doch eine ganze Menge Filmmaterial aus den 1920er Jahren. Das, was wir hier im Stadtmuseum sehen, sind also Sequenzen aus diesen Filmmaterialien. Insgesamt dauert das 6 Minuten und wir denken, das ist für den Besucher doch auch sehr interessant, sich das mal anzuschauen. Und fürs damalige Schwimmbad galt wahrscheinlich noch, dass ich habe das Fräulein-Helene baden sehen, das war schön oder so, ne? Richtig, genau. Sieht man auch an den Badeanzügen, die in dieser Zeit getragen wurden. Im Museum kann man nicht nur sehen, sondern man kann auch hören. Ganz interessante Dinge. Was mich fasziniert, ist die Geschichte von Dr. Med. Bruna Wendel-Plache, die ja wohl als erste deutsche... Bruna Wendel-Plache, eine Geraerin, 1903 in Gera geboren, hat 1938 als erste deutsche Frau den Ärmelkanal durchschwommen. Und wir haben hier im Museum eine Hörstation. Da kann man ein Interview mit Bruna Wendel-Plache hören. Sie berichtet also dann, hören Sie es? Ja, dieser Augenblick ist allerdings wunderbar, wenn die englische Kreideküste auftaucht. Man glaubt, sie dann in einer Stunde greifen zu können, aber in Wirklichkeit dauert es noch 4,5 Stunden. Eben weil ich mich zuletzt noch einmal sehr anstrengen musste. Damit haben wir alle Schwimmer zu tun gehabt. Das ist von der Natur so niederträchtig eingerichtet. Und wie viele Kilometer, Frau Doktor, haben Sie denn schwimmen müssen? Die Luftlinie beträgt, soviel ich weiß, etwas über 30 Kilometer? Ja, 33 Kilometer. Ich bin aber in Wirklichkeit 70 Kilometer geschwommen, in einem großen Bogen nach Nordosten. Anders als in einem Zickzack kann man überhaupt nicht hinüberschwimmen, da man wegen der Strömung, man hat zweimal den Wechsel von Ebbe und Flut zu überstehen, mindestens zweimal. Sie hat in der Nacht vom 24. zum 25. August 1938 den Ärmelkanal durchschwommen und hat etwas über 15 Stunden gebraucht. Sie hat im Jahr zuvor trainiert. Sie brauchte Begleiter, Berater, die sie auch wirklich sagen, wie die Strömung so läuft. Und dann hat sie auch noch interessanterweise erzählt, wie sie sich unterwegs ernährt hat. Können Sie sich an die Stelle noch erinnern? Ja, sie hat Bananen gegessen und sie hat Schokolade gegessen. Wie man das im Wasser macht, ich weiß nicht, aber das kann man ja hier sich mal ein bisschen erzählen lassen. Ich weiß es auch nicht, wie man das genau macht. Ich habe zu tun, mich über Wasser zu halten. Wer sich also dafür interessiert, erfährt hier an dieser Station genaueres. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2000 schon mal eine größere Ausstellung zum Thema Sport im Stadtmuseum entdeckt zu haben. Allerdings ist in der Zwischenzeit das Stadtmuseum umgebaut worden. War das die einzige Sportausstellung, die bisher darauf Bezug genommen hat? Keineswegs. Das Gera Stadtmuseum ist schon dafür bekannt, dass es immer wieder große Sonderausstellungen zum Thema Sport ausgerichtet hat. Wir hatten beispielsweise schon 1986 eine Sonderausstellung zum Thema Sport in Vergangenheit und Gegenwart. Mhm. 1993 eine große Sonderausstellung zum 100. Gründungsjubiläum des Arbeiterturnerbundes. Wir hatten im Jahr 2000 eine Sonderausstellung zum Thema die Feste der Turner. Das war das erste Landesturnfest in Thüringen. Und wir hatten auch im Jahr 2007 eine kleinere Sonderausstellung zum Thema Kunst und Sport anlässlich des zweiten Thüringer Landesturnfestes ausgerichtet. 2000, kann ich mich erinnern, haben viele dazu beigetragen. Richtig. Also wir sind natürlich nicht in der Lage, aus unserem Bestand solche großen Sonderausstellungen selbst zusammenzustellen. Da fehlen eigentlich dann doch ein Teil der Objekte. Und gerade im Jahr 2000 haben wir aus dem gesamten Thüringer Raum Objekte zusammengetragen. Und wir hatten auch damals die sehr, sehr wertvollen Fahnen der Turnvereine, die noch existent sind in Thüringen, alle hier im Haus. Ich glaube, das wird in der Zukunft gar nicht mehr so möglich sein. Dazu gibt es übrigens auch eine Publikation, wo alle Fahnen, die zu dem Zeitpunkt hier im Haus waren, auch vorgestellt werden. Als Museum muss man ganz viele Kontakte haben und auch um viele Ausstellungen aufzubauen, brauchen wir einfach immer wieder Leihgaben. Die Leihgaben kommen natürlich aus institutionellen Einrichtungen, also aus anderen Museen oder eben auch aus Archiven, aber die kommen auch oft aus Privatbesitz und kommen eben auch aus Sportvereinen. Geras wichtige Sportstätten liegen eigentlich relativ nah beieinander. Das Fußballstadion, das Schwimmbad, die Pandorfhalle, das Rollhockeystadion, der Skaterpark. Naja, Boogaloo hat das alles erlebt. Aber wir wollen ja eigentlich noch etwas wissen über die Ausstellung, den neuen Teil.
Und Herr Wagner ist verantwortlich für die Sammlungen. Hier hat sich eine ganze Menge angesammelt, was von den Sportvereinen selber zur Verfügung gestellt worden ist. Ja, der letzte, aber nicht unwichtigste Teil der Ausstellung gehört dem Gera Sport. Der Sport in Gera hat ja lange und auch ganz unterschiedliche Traditionen. Das beginnt mit dem Boxsport in Gera. Mit dem Boxen sind, denke ich, auch heute noch ganz bekannte Namen verbunden, wie Jürgen Fanghänel oder Uli Kaden. Das geht weiter natürlich zum Radsport mit den Frontmann Olaf Ludwig. Das geht weiter zu Heike Drechsler, von der wir hier ihre Spikes haben, Weitsprung. Und das endet nicht zuletzt bei Mario Oehme, einem Gerhaer Bogenschützen, der 2004 bei den Olympischen Spielen Gold im Einzelschießen gewonnen hat. Mhm. Möglicherweise der erste international bekannte Sportler ist ein Schütze gewesen. Ja, Sie sprechen Richard Fischer an, Gerhaer Büchsenmacher. Und ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, er ist der erste international auftretende Gerhaer Sportler gewesen. Richard Fischer nahm mehrmals an Weltmeisterschaften teil und wurde 1908 und 1909 auch Weltmeister im Pistolenschießen. Gera hat zwei weltweit bekannte Sportler als Ehrenbürger. Olaf Ludwig war das 1995, als ihm die Ehre zuteil wurde, und er hat beispielsweise auch diesen Siegerkranz gestiftet, ne? Genau, der Siegerkranz stammt von der ersten Friedensfahrt, an der Olaf Ludwig teilgenommen hat. Und auf dieser Friedensfahrt hat er für wirklich großes Aufsehen gesorgt. Er hat mehrere Etappen schon gewonnen, ist zwar noch nicht Gesamtsieger geworden, aber hat schon den Weg, den er dann später zurückgelegt hat, denke ich, vorgezeichnet. Und sein Rennrad? Das Rennrad stammt aus dem Anfang der 1990er Jahre, als Olaf Ludwig dann als Profi beim Team Telekom gefahren ist. Ich habe da so eine kleine Marke entdeckt, die deutet auf Barcelona 1992, also ist wahrscheinlich auch nicht irgendein Rad, sondern eines, was eben sehr wert und teuer ist. Man muss im Museum an einigen Stellen etwas genauer hinschauen. Zum Beispiel an dieser Wand ist diese Blende nicht nur einfach eine Blende, sondern eigentlich eine Schublade. Ja, dahinter verbirgt sich natürlich immer eine bestimmte Person, die mit der Gerhaer-Geschichte zu tun hat. In dem Fall ist das Heike Drechsler. Darf man mal schauen? Heike Drechsler ist weiterhin ihrer Heimatstadt sehr verbunden. Und ich denke, neben Olaf Ludwig die bekannteste Gerhaer Sportlerin. Und wir stellen hier verschiedene kleine Sachen aus ihrer Laufbahn vor, die Frau Drechsler uns freundlicherweise überlassen hat. Das ist eine Medaille vom Gewinn der Weltmeisterschaft 1993 in Stuttgart und eine Weltrekordmedaille von 1986, als Heike Drechsler Weltrekord gesprungen ist. In Tallinn, damals noch in der Sowjetunion. 7,45 Meter, eine Riesenweite, die heute kaum noch jemand erreichen kann. Aber Heike Drechsler hat ja sozusagen ein großes Paket geschickt. Was ist jetzt aus diesen Beständen geworden? Bleibt da einiges im Museum? Ja, wir haben uns natürlich sehr gefreut über die vielen Sachen, die Heike Drechsler uns geschickt hat. Und wir hoffen oder wünschen uns, dass wir einige Sachen für unseren Fundus, für unsere Ausstellung behalten dürfen. Und werden da natürlich auf die Heike Drechsler zugehen. Was haben Sie noch so ausgewählt? Es sind auch ein paar ganz frühe Sachen dabei, als sie noch als Jugendliche hier im Bezirk Gera gestartet ist. Es sind Startnummern dabei von erfolgreichen Wettkämpfen. Es ist noch ein weiteres Dress von ihr dabei. Ja, also sehr schöne Sachen, die an ihre sportliche Laufbahn erinnern. Zum Ausklang von Sportlokal habe ich bewusst noch einmal das Thema Schießsport gewählt. Eigentlich die Schützen, so im Mittelalter, waren ja eher für die Stadtwehr verantwortlich, weniger für das sportliche Schießen. Wann ist der Übergang in Gera passiert? Ja, dem Übergang zum Sport und zum Vergnügen kann man in das 17. Jahrhundert setzen. Ein für Gera wichtiges Datum ist das Jahr 1660, als die Gera privilegierte Schützengesellschaft gegründet wurde. Da gab es eine Schützenordnung entsprechend, die eingerichtet ist. Dazu findet sich auch eine relativ umfangreiche Chronik. Wird das Jubiläum im nächsten Jahr besonders begangen? Ja, also wenn man nachrechnet, es sind genau 350 Jahre nächstes Jahr, dass die Schützengesellschaft besteht. Und das Jubiläum wollen wir natürlich hier im Stadtmuseum mit einer Ausstellung würdigen. Können wir schon mal ein bisschen drüber reden, was da so im Fundus steckt?
Ja, der, sage ich mal, schönste, opulenteste Teil, den wir zeigen wollen, sind natürlich unsere Schützenscheiben aus dem 19. Jahrhundert, von den Gera-Hofmalern Heinrich und Theodor Fischer geschaffen, also wirklich richtige Kunstwerke, auf die dann natürlich geschossen wurde, die aber bis auf die heutige Zeit aufgehoben wurden. Wie wichtig ist es für Sie, vielleicht auch heutzutage noch zur Gera-Sportgeschichte Exponate zu erhalten? Ja, wir arbeiten bei fast jeder Ausstellung mit außerhalb des Museums stehenden Interessenten und Sammlern zusammen. Das wird auch bei der Schützenausstellung so sein. Und allgemein gesagt freuen wir uns natürlich immer, wenn uns Objekte zur Gera-Sportgeschichte, aber auch zur Gera-Geschichte allgemein angeboten werden. Denn das passt ja wirklich haargenau in unseren Fundus, in unsere Aufgaben hinein. Recht herzlichen Dank, Herr Wagner. Damit sind wir am Ende von Sportlokal. Dieses Mal vielleicht noch mit dem Ausblick auf zwei Veranstaltungen. Nämlich am Samstag der Heinrich-Scheibe-Gedenkpokal, nämlich des Sportschützen. Und die Jazz- und Modern-Dancer werden das erste Mal einen Thüringen-Pokal ausrichten. Vielleicht treffen wir uns dort oder Sie schauen wieder Sportlokal.